Hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal Big Daddy wieder am Start. Ich habe ja bereits im letzten Video erwähnt, dass ich ein Video nochmal über Fazit machen werde. Big Daddy ist jetzt 4 Jahre alt. Beim letzten Video hatte ich gesagt, er hat 35.000 Kilometer circa, aber ich habe deutlich falsch gelegen, er hat nur 33.000. Aber gut, ist ja auch schon eine Hausnummer. Seid gespannt, er ist jetzt 4 Jahre alt, ich fahre ihn seit 4 Jahren. Ich habe ihn mir 2019 nagelneu gekauft. Im September ist er 4 Jahre alt geworden. 33.000 Kilometer hat er jetzt runter und alles andere kommt jetzt nach dem Intro. Ja, wie schon erwähnt, 4 Jahre alt, 33.000 Kilometer. Er hat mich jetzt 4 Jahre begleitet. Und was habe ich dazu zu sagen? Meine Erfahrungen, die ich mit Big Daddy gemacht habe. Wo er mich überall hin begleitet hat. Ja, also ich war mit Big Daddy schon in Nordrhein-Westfalen, in Hessen. Ich war in Frankreich gewesen. Also er hatte mich da schon einige Kilometer gebracht, sage ich jetzt mal so. Ne? 33.000 ist nicht gerade wenig. Ich glaube, ich bin davon fest überzeugt, dass wenn man Premium-Diesel tankt und Zusätze noch mit reinmacht, dass es einfach, ja, die einen sagen, das ist ein Mythos, der andere sagt, das ist absolut Schwachsinn, der andere sagt, das ist wiederum gut. Also ich sage, da würde nichts dagegen sprechen, wenn man Premium-Diesel tankt und wenn man dann noch Zusätze beigibt dem Diesel, Additive. Ich benutze zum Beispiel von Liqui-Moly. Ich mache auch Zusätze beim Ölwechsel rein und die Intervalle, die müssen einfach eingehalten werden. Bei jedem Leichtkraftfahrzeug muss, ja, ob es jetzt ein Legier ist, ob es ein Aixam ist, ob es ein, was weiß ich, Jatinet oder ein Casalini, scheißegal was. Inspektionen sollen eingehalten werden, die Intervalle. Ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, so, was gibt es zu bemängeln beim Big Daddy? Im Prinzip absolut rein gar nichts, außer dass er jetzt mit Winterreifen total scheiße aussieht. Und ja, was soll ich sagen? Also 4 Jahre. In diesen 4 Jahren habe ich bis jetzt gehabt Bremsen 2-mal gewechselt. Was war gewesen? Ganz am Anfang bei der ersten Inspektion bei der Tausender bin ich in die Werkstatt und denen ist aufgefallen, dass bei der Wasserpumpe, dass er da ein bisschen feucht ist, also dass er da ein bisschen Wasser verloren hat. Und die wurde dann direkt auf Garantie gemacht. Ebenso der Riemen, weil der hat ein bisschen, ja, das hat sich angehört wie so, ja, wenn du gefahren bist, so wie so ein bisschen Mäuse im Fußraumbereich. Und das war der Riemen gewesen, der wurde auch auf Garantie gemacht. Und ja, ich habe noch gemacht, was war das? Ja, ein bisschen Modifikationen, wie ihr sehen könnt. Original hat der ja ganz anders der ausgesehen. Ich schaue mal, dass ich euch jetzt noch mal ein Bild reinblende, wie er im Originalzustand ausgesehen hat. Was habe ich an dem gemacht? Wie ihr sehen könnt, ein bisschen foliert, ein bisschen hier Schriftzüge drauf gemacht, ein paar Sponsorenaufkleber habe ich drauf gemacht, auch oben an der Scheibe. Aber gut, das kennt ihr ja alle schon, ja, ebenso wie die Rundumleuchte und der Dachspoiler. Der Dachspoiler sowie die Rundumleuchte habe ich eintragen lassen. Erstmal zum TÜV und dann zur Zulassungsstelle eintragen lassen im Sinne von, ich habe eine freiwillige Zulassung, wie ihr ja wisst. Und da werde ich auch noch mal ein bisschen ins Thema gleich noch mal eingehen, weil die Kosten für nächstes Jahr, was eine Vollkasko anbetrifft, mit kleinem Kennzeichen, das wird euch das Portemonnaie leer saugen. Das kann ich euch jetzt schon mal versichern. Oder vielleicht mache ich das noch mal im nächsten Video, was die Kosten anbetreffen für nächstes Jahr, was die Vollkasko mit kleinem Nummernschild anbetrifft. Also meines Erachtens nach ist das ein Riesenvorteil, eine freiwillige Zulassung zu machen. Zu dem Video mache ich natürlich Big Daddy vorne dran. Hinten dran ist das Kennzeichen, das große Kennzeichen. Und
Ja, wie gesagt, ein bisschen was gemacht. Das Auto hat mich gekostet im Jahre 2019, hat er gekostet 16.500 Euro in der Ultimate-Ausstattung und hat mich bis jetzt überhaupt nicht wirklich im Stich gelassen. Da war dieses Jahr mal ein Vorfall gewesen, da werde ich auch nochmal gleich drauf eingehen, ist ja Bestandteil des Videos dann. Wie gesagt, 16.500 Euro hat er gekostet. Dann habe ich noch mal gesamt grob überschätzt, sage ich mal. Das waren noch mal 3.500, die ich reingesteckt habe. Ja, was hier die Schriftzüge, Sponsoren, es sammelt sich. Wenn man sich den jetzt so anguckt, könnte man sagen, ey, was kosten da 3.500 Euro, bitteschön. Klar, erst die Folierung. Dann die Aufkleber, die musste ich machen lassen. Ja, die habe ich bei einem Händler machen lassen, der einen Plotter hat, der da sowas hauptberuflich macht. Das hat mich Geld gekostet. Natürlich hier so ein Dunlop-Aufkleber oder da unten so ein Kony-Aufkleber. Sowas liegt bei 4-5 Euro. Aber hier 5 Euro, da 4-5 Euro. Da die Folie 120 Euro. Ne? Dann hier das hier. Das summiert sich halt alles. Ja. Der Spoiler hat mich gekostet, das waren, ich will jetzt nicht lügen, das waren 60, 70 Euro. Die Rundumleuchte, da waren wir auch irgendwo bei, ich glaube 60 Euro, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ne? Dann habe ich die Unterbodenbeleuchtung habe ich gemacht, die Fußraumbeleuchtung habe ich gemacht. Dann natürlich hinten, ja, könnt ihr gerne mal schauen, kommt mal her. Ja. Da habe ich die Musik reingemacht, ne? Die Hyphonics, Vulkan. Ne? Da habe ich hier die Endstufe und Verstärker habe ich drin. Alles andere ist komplett original, sprich die Lautsprecher hier an den Seiten. Achso, hier den Kondensator habe ich auch noch mit reingemacht. Ne? Das unterstützt dann so ein bisschen, da gibt es kein Geflackere. Ja? Da wird die Lichtmaschine nicht so in Leidenschaft gezogen. Dann habe ich ja hier hinten noch den Schriftzug vom Safety Car gemacht. Ja, aber gut, jetzt gehen wir mal ins Wesentliche. Ne? Was ist mit dem Big Daddy in diesen 33.000 Kilometer passiert oder vorgefallen etc.? Ich muss sagen, er fährt und fährt und fährt und fährt. Dieses Jahr habe ich allerdings ein Problem gehabt und zwar, dass er nicht mehr wirklich starten wollte, als er warm gelaufen war. Wenn er im kalten Zustand war, ist er ganz normal angesprungen. Sobald ich ein bisschen gefahren bin, kurz abgestellt habe, wieder anmachen wollte, sei es, dass ich in den Supermarkt gefahren bin, ja, gehe einkaufen, komme wieder raus, möchte ihn starten und dann wollte er nicht starten. Ne? Da hat er Probleme gemacht. Hab dann eine Werkstatt aufgesucht und die Werkstatt sagt, ja, kein Problem, wir nehmen auch Garantiekunden oder Garantieaufträge von Fremdkunden an, ist eine Ligier-Werkstatt. Ja, hab das hingebracht, das waren 120 Kilometer von zu Hause aus, bin erstmal knapp 3,5 Stunden mit Big Daddy hingefahren auf eigene Achse, weil wie gesagt, wenn er kalt ist, startet er. Natürlich habe ich unterwegs auch mal angehalten, habe aber dann den Motor angelassen, weil ich mir gedacht habe, wenn ich ihn jetzt ausmache, komme ich vielleicht nicht mehr weiter. Habe ihn dann angelassen, kurze Pause gemacht, weitergefahren zur Werkstatt. Im Werkstatt wurde ich ordnungsgemäß in Empfang genommen, ne? Haben gesagt, kein Problem, stell das Auto draußen ab. Und habe ich die Unterlagen gegeben von der Garantie, also die Anschlussgarantie, die habe ich ja gehabt, die Neuwagen-Anschlussgarantie. Und habe dann den Schlüssel abgegeben, ne? Und die waren erstmal verwundert gewesen, wie der aussieht, fanden sie klasse. Ja? Also im Prinzip egal, wo ich auftauche, sagen sie immer, der sieht toll aus. Ja, dann haben sie gesagt, dauert ungefähr 14 Tage. Nach 14 Tagen kriege ich das Auto wieder. Ja, aus 14 Tagen wurden fast 2,5 Monate. Hingebracht habe ich das Auto im Picobello-Zustand. Ich habe da auch schon mal berichtet gehabt auf der Social-Media-Plattform, wie ich dann das Auto zurückbekommen habe nach 2 Monaten. Und zwar komplett verstaubt, verdreckt. Ja. Und das fand ich nicht in Ordnung. Habe mich dann ins Auto reingesetzt, bin losgefahren zur nächsten Tankstelle von der Werkstatt aus. Das waren dann ungefähr 5 Kilometer. Mach das Auto aus, tanke das Auto voll, steige wieder ein, mach das Auto an und er wollte nicht an.
springen. Er wollte einfach nicht. Er hat genau das gleiche Problem gehabt. Dann habe ich die Werkstatt wieder angerufen und sage, hier, ich stehe gerade 5 Kilometer weiter an der Tankstelle. Mit dem Auto stimmt was nicht. Ja, was ist denn? Sag ich, ja, der hat das gleiche Problem wie vor 2 Monaten, wo ich euch das Auto gebracht habe. Ja, Fakt war gewesen, dass die gesagt haben, kein Problem, tut uns leid, welcher Tankstelle bist du? Und dann habe ich gemeint, ja, da und da. Und dann hat er gesagt, ja gut, lass das Auto stehen, leg den Schlüssel überm Reifen, also auf dem Reifen hier drauf, ne, und wir holen das Auto dann ab. Und dann habe ich gesagt, nee, das machen wir nicht, habe ich gesagt. Ich habe mitgeteilt gehabt, so, Entschuldigung, jetzt kommt erstmal ein Motorrad vorbei, habe mitgeteilt, dass ich das so nicht machen werde. Ich komme jetzt wieder zurück, weil ein Kollege dabei gewesen ist, der mich ja gefahren hat oder begleitet hat mit dem großen Auto, weil ich dann mit ihm wieder zurückgefahren wäre. Er hat mich dann zur Werkstatt gefahren, genau. Und im Fall eines Falles wäre ich dann mit ihm wieder zurück, wenn was mit Big Daddy gewesen wäre. Und es war ja dann, dass er nicht anspringen wollte. Fakt war, wir sind dann wieder zur Werkstatt gefahren. Ich habe ihnen den Schlüssel entgegengegeben, dem Werkstattmeister, und habe gesagt, das Auto soll wieder kontrolliert werden, etc. Er hat sich dafür entschuldigt. Dann habe ich ihm mitgeteilt, ich finde es auch im Prinzip nicht in Ordnung, dass das Auto jetzt so aussieht, wie er aussieht. Ich hätte ihn jetzt halt mitgenommen, weil nach 2 Monaten warten, ist echt eine Katastrophe. Und da habe ich gesagt, dann nehme ich den jetzt so mit. Fakt ist, das Auto wurde nochmal gecheckt. Einen Tag später hat er sich bei mir gemeldet und hat gesagt, okay, wir haben den Fehler gefunden. Es ist die Öldruckpumpe. Also vorher war es ja die Dieselpumpe, die ja ersetzt worden ist, hat er mir gesagt. Es wäre die Dieselpumpe gewesen, die kaputt ist. Diese wurde ersetzt. Die Klimaanlage war ja auch ausgefallen. Da wurde dann die Klimabox erneuert. Um die Klimabox zu erneuern, musste der Motor abgesenkt werden. Da gab es dann auch noch mal Probleme zwischen Werkstatt und der Garantieversicherung. Die Werkstatt hat einen Kostenvoranschlag rübergeschickt. Ich glaube, das waren um die 1.300 Euro oder 1.400 Euro. Ja, dann kam aber dann die tatsächliche Rechnung von 1.700 Euro, was dann die Garantieversicherung gesagt hat, nee, das zahlen wir nicht. Es wurde ein Kostenvoranschlag, es wurde eine Kalkulierung gemacht über 1.300 Euro und nicht 1.700. Das hätte er vorher absprechen müssen. Und er hatte dann gesagt, ja, der Motor musste abgesenkt werden. Das war mehr Aufwand gewesen, laut Herstellerangaben. Und das hat er am Anfang nicht gesehen gehabt. Das hat er dann erst später gemerkt. Deswegen, aber er hat nach Herstellerangaben gearbeitet. Es ist ja eine Ligier-Werkstatt. Ja, und dann hat es ein bisschen gedauert. Und dann, bis das Geld dann geflossen ist, etc. Das hat sich dann auch ein bisschen gezogen. Ja, letztendlich, Klimabox wurde erneuert, Dieselpumpe wurde erneuert. Aber das Auto hat ja immer noch das Problem gehabt, als ich es abgeholt habe. Bedeutet wiederum, Auto wurde nochmal gecheckt. Einen Tag später ruft er mich an, hat sich nochmal entschuldigt und sagt zu mir, dass es die Hochdruckpumpe wäre, die kaputt ist. Also erst war es die Dieselpumpe gewesen und dann die Hochdruckpumpe. Das hat dann auch nochmal um die 900 Euro gekostet. Ja, und da waren wir insgesamt mit Einbau, Ausbau bei einer Gesamtsumme waren wir dann gewesen von 2.800 Euro. Ja, mit Reparatur, mit Austausch, mit den Teilen etc. So, hat aber die Versicherung übernommen. Konnte mir ja letztendlich egal sein. Fakt war, das Auto wurde mir dann geliefert. Es wurde mir nach Hause gebracht, weil ich da echt einen Aufstand gemacht habe. Und da habe ich gesagt, ich kann nicht ständig hier 120 Kilometer hin, 120 Kilometer zurück, dann nochmal 120 Kilometer hin, wieder 120 Kilometer zurück. Ja, weil das Auto ja dann erneut dort stehen geblieben ist. Und dann hätte ich ja wieder hinfahren müssen, nachdem er dann das zweite Mal repariert worden ist, nochmal hinfahren müssen, um ihn abzuholen. Wieder 120 Kilometer hin und wieder 120 Kilometer zurück. Und ich sage euch, das macht keinen Spaß. Das macht wirklich keinen Spaß. Und dann habe ich natürlich einen Aufstand gemacht. Erstens, das Auto sieht aus wie Hund, habe ich gesagt, in dem Zustand. Der sieht ja komplett verdreckt aus, habe ich gesagt. Dann komme ich hierher, hole das Auto ab. Das Auto hat immer noch den Schaden. Ja, also das ist wirklich eine absolute Katastrophenwerkstatt. Eine Katastrophenwerkstatt, weil letztendlich war weder die Dieselpumpe kaputt, noch war die Hochdruckpumpe kaputt. Es war gewesen die Batterie.
Es war die Batterie. Nur die Batterie hätte getauscht werden müssen. Wie gesagt, in diesen 33.000 Kilometer sind das jetzt die Bremsen, die ich machen musste, die ganz normal Inspektionintervalle, sprich Ölwechsel, Getriebeölwechsel, Luftfilterwechsel, Kraftstofffilterwechsel. Das ist alles gemacht. Ansonsten hat mich das Auto bis jetzt nichts gekostet, außer Versicherung und Sprit. Ja, ansonsten wirklich, ich kann mich über Big Daddy überhaupt nicht beklagen. Im Gegenteil, das Ding ist der absolute Kracher. Ja, gerade auch mit dem DCI-Motor, ich mache den mal gerne hier auf. Mal die Motorhaube aufmachen. Ich schwöre definitiv auf DCI. Ja? So, wo sind wir denn? Da. Ich kann über DCI nur Positives berichten. Ja, so, schaut mal her. So, 33.000 Kilometer und guckt euch das mal an. Ja, gut, ein bisschen Staub ist jetzt noch wieder drauf, muss ich mal wieder ein bisschen wegwischen. Aber im Großen und Ganzen, man kann nichts sagen über einen 492 Kubik DCI Lombardini Motor. Ja, ist einfach geil. Der Vorteil ist, beim DCI, ihr könnt die Klimaanlage mit dazu bestellen. Ihr könnt natürlich auch hergehen, ihn ohne Klimaanlage bestellen und diesen dann nachträglich einbauen lassen. Ein Auto, was überhaupt gar nicht für eine Klimaanlage vorgerichtet ist, ist das natürlich zwar auch machbar, aber Problem ist, die Kosten für ein Auto, was keine Vorrichtung für Klimaanlage hat, da eine Klimaanlage einzubauen, das saugt euch auch das Portemonnaie leer. Aber wenn die Vorrichtungen alle da sind, dann ist das nachträgliche Nachrüsten einer Klimaanlage überhaupt gar kein Problem. Ja, zum Preis habe ich euch ja schon gesagt, 16.500 Euro vor vier Jahren. Jetzt würde er kosten, ich habe mal geschaut, wir haben 2023, jetzt würde er kosten, so wie er da steht, habe ich jetzt mal beim Händler gesehen, durch die ganze Inflation, Scheißdreck etc. sind die echt brutal hochgegangen. Der lag bei 21.000 in der Ausstattung, wie ich ihn jetzt da habe. Also da bin ich doch recht froh drum, dass ich fast 5.000 Euro weniger bezahlt habe vor vier Jahren. Jetzt wurde gerade ein Video gemacht, die Tage, mit Angaben, dass so ein Auto, wie hoch ist der Wertverlust? Ich meine, die haben wirklich einen sehr guten Wiederverkaufswert. Ja? Ich war auch im Überlegen, ob ich den jetzt mal vielleicht mal inserieren soll oder mal anbieten soll zum Verkauf. Auf jeden Fall gibt es da ein Video von einem Händler, der mitgeteilt hat, so ein Fahrzeug verliert natürlich an Wert, aber nicht so hoch. Man könnte kalkulieren pro Jahr 1.000 Euro. So, von welchem Preis geht man jetzt aus? Von dem aktuellen Preis oder von dem Preis, wo ich vor vier Jahren bezahlt habe? Im Prinzip, sage ich jetzt mal, 4.000 Euro würde er jetzt quasi an Wert verloren haben, laut diesem Händler, weil er vier Jahre alt ist und 1.000 Euro pro Jahr, vier Jahre alt, ne, sind 4.000 Euro. Wenn ich jetzt alles zusammenrechne, was er mich gekostet hat, so wie er jetzt tatsächlich hier steht, sind 20.000 Euro. Und ja, wenn ich jetzt 4.000 Euro abrechne, dann würde er ja immer noch einen Wert von 16.000 Euro haben. Jetzt mal ganz ehrlich, soll ich ihn verkaufen für 16.000, achtfach bereift, einmal 16 Zoll Alus und einmal 13 Zoll Stahl? Naja, weiß ich nicht. Ich glaube, 16.000 wenn man den jetzt vergleicht, was er jetzt kosten würde, ohne das Gemachte. Ja, mein Vorteil ist, er hat die freiwillige Zulassung. Das ist natürlich auch nochmal eine Wertsteigerung. Mein Vorteil ist, dass die Rundumleuchte und der Dachspoiler auch eingetragen ist. Ich glaube, das ist weltweit einmalig. Ist auch nochmal eine Wertsteigerung. Also letztendlich, man könnte mit denen egal in welche Polizeikontrolle kommen und keiner kann einem was. Also kein Polizist, kein Staatsdiener könnte hier, oder sag ich mal die Rennleitung, ja, weil nun mal alles eingetragen ist. Aber
in großem und ganzen Fazit nach 4 Jahren mega. Einfach wirklich mega. Da drehen wir uns gerade wieder im Kreis. Ich kann den einfach nur loben. Ein Ligier JS50 Ultimate, bis jetzt meine beste Erfahrung, die ich gemacht habe. Wie ihr wisst, es ist nicht mein einziges Auto, was ich besitze. Ja, ich habe ja noch den AX AMD Truck, von dem ich überhaupt nicht wirklich viel halte, ja, weil der anfängt überall zu brechen. Und ich hatte vor 3 Jahren, habe ich ja mal das Video gemacht, hinten am Kofferraum, kommt mal mit. Was ich euch jetzt zeigen werde, ja, der ist ein bisschen verdreckt, muss man ganz klar sagen. Und zwar hier unten habe ich doch vor 3 Jahren die Videos gemacht. Könnt ihr hier diesen Streifen da sehen? Ja, der hat sich nicht verändert und hier auf der Seite genauso wenig. Ja, da seht ihr, da habe ich ja mal, wenn man hier so ein bisschen dagegen drückt, ne, oder mal so ein bisschen, ne, da habe ich gedacht, das wird nachgeben und wird reißen, aber nein, da hat sich nichts dran getan. Natürlich ist dieser Streifen hier, wo man hätte denken können, dass er anfangen wird zu reißen, dass er da reißen wird, aber nein, das hat er nicht. Und das spricht meines Erachtens nach für Qualität. Ein Auto, was 4 Jahre alt ist, wo man ein Anzeichen hatte, dass er da reißen könnte, nicht gerissen ist, wiederum aber bei Aixam, bei dem D-Truck, der jetzt 2 Jahre alt ist, der an der Motorhaube anfängt zu reißen, der an der Tür anfängt zu reißen, das ist eine Katastrophe, das darf gar nicht passieren. Das spricht doch schon alleine für Qualität. Ja? Auch muss ich jetzt mal erwähnen, ja, auch wenn es jetzt vielleicht ein Schuss gegen den Händler ist, aber das ist mir so schnappe, weil ich spreche immer die Wahrheit und das wisst ihr. So, und es gibt ein Video von einem Händler, der den Ligier mal angenommen hat, ein Kunde, der sich ein Ligier, den JS50 in Holland gekauft hat, wo eine absolute Unfallschaden hatte, ihm wurde tatsächlich Schrott verkauft und der Händler ist hergegangen und hat letztendlich den Ligier komplett runtergeredet. Ja, Ligier ist halt, ne, hier Schrott und da Schrott und hier und das Dach voll dünn und überhaupt und vom Material her und ne und ach, DCI-Motor, also was spricht denn gegen einen Kubota-Motor? Er ist der Meinung, dass der Kubota-Motor besser wäre als ein DCI-Motor und das ist absolut der Humbug. Digga, das ist Bullshit, was du da erzählst oder was ihr da erzählt. Absoluter Bullshit ist das, ja. Wenn das doch alles hier so bei einem Ligier JS50 oder allgemein bei Ligier doch alles so Schrott wäre, warum bricht denn Aixam nach 2 Jahren schon von alleine auseinander? Und das ist ja nicht der erste Aixam D-Truck, der auseinanderbricht. Weil ich habe ja das Modell 21 und die Modell 18 sind, Modell 19, da ist sogar Wasser, da hat sich die Scheibe gelöst. Bei fast allen hat sich die Scheibe gelöst gehabt und da ist Wasser eingetreten. Genauso gab es Probleme mit den Scheibenwischer. Das hat alles, das hat Ligier nicht. Das hat Ligier nicht. Also müsste man doch da echt mal bei der Wahrheit bleiben und nicht nur, weil man Aixam verkauft, den Aixam hier voll hochreden und nur, weil man einen Konkurrent mal bei sich im Laden stehen hat, den Konkurrent niederreden. Ich spreche aus Erfahrung. Ja? Was habt ihr mit Ligier für eine Erfahrung? Gar nichts. Ihr verkauft Aixam, aber kein Ligier. Also mal schön den Bach flach halten und bei der Wahrheit bleiben. Ja? Also ich finde das echt. Das ist einfach, entspricht einfach nicht der Wahrheit. Ja? Man soll die Kunden nicht übers Ohr hauen, nur damit sie da anfangen, Aixam zu kaufen und hier den Ligier schlecht reden. Also, bestes Beispiel, vor 3 Jahren das Video gemacht, wo ich mich darüber aufgeregt habe, dass er da reißen wird. Ja, ihr habt es eben gesehen. 4 Jahre später, er ist immer noch nicht gerissen. Ne? Also, ich sage euch klipp und klar, holt euch ein Ligier. Ja, wer sich so ein Leichtkraftfahrzeug holen will, holt euch ein Ligier. Und mal ganz ehrlich,
lasst die Finger von diesen Elektrogurken. Das ist absoluter Schrott. Ja? Also gut, mag sein, ne? Hier von der Verarbeitung her oder von der Optik her, von drinnen etc. Ne? Und hier natürlich spart ihr euch gegenüber einen Otto-Motor. Spart ihr euch in der Inspektion natürlich sehr viel Geld. Ihr müsst keinen Ölwechsel mehr machen beim Elektrofahrzeug etc. Ja? Aber guckt euch doch mal diese Drecksreichweite an. Das ist doch absoluter Müll. Ihr könnt mit so einem Auto mal gar nicht mal so eine schöne weite Strecke fahren, ohne dass ihr ständig anhalten müsst und eure Schleuder da aufladen müsst. Ja? Das ist beim Ottomotor oder bei hier Diesel- oder Benzinmotor ist das überhaupt nicht der Fall. Sprit leer, Tankstelle. 2 Minuten tanken, wieder 350, 400 Kilometer fahren. So am Stück 400 Kilometer mit einem vollen Tank. Wie weit kommt ihr mit dem E-Scooter, mit dem E-Auto? Ja, da habt ihr 120 Kilometer, wenn überhaupt. Und im Winter, wie weit kommt ihr da? 70 Kilometer? 80 Kilometer? Ist doch absoluter Bullshit. Ja? Also wenn ihr was Gescheites haben wollt, holt ihr euch einen Verbrenner und ihr seid auf jeden Fall glücklicher, glaubt mir das. Ja, ansonsten habe ich nichts mehr großartig zu erwähnen. Ich bin mega zufrieden. Was er gehabt hat bis jetzt, habe ich euch mitgeteilt. Und die Griffe, genau, hier, 4 Jahre alt, die Griffe. Ich mache den jetzt mal normal auf. Ja, so, 4 Jahre alt, die Griffe sind noch dran. Guckt euch mal, schaut mal her. Alleine das hier ist doch schon eine viel bessere Verarbeitung. Das sieht ja schon viel stabiler aus wie bei einem Drecks-Eichsam. Muss ich jetzt mal ganz klar sagen. Ihr habt die Griffe von Eichsam gesehen. Ja? Und das hier ist robust. Das ist, man merkt es, wenn man es schon anfasst, wenn man das in die Hand nimmt, dass der viel, viel stabiler ist. Ja? So, 4 Jahre alt, nichts abgerissen. Andere Seite genauso. 4 Jahre alt, auch nichts abgerissen. Eichsam, nach 1,5 Jahren beide abgerissen. Und die Türen, die brechen auseinander. Und die Motorhaube. Leute, nichts für ungut. Ja, hab mal wieder auf die Kacke gehauen. Ja, mit Recht. Ja, weil ich lasse mir definitiv meinen Mund nicht verbieten. Ja, und ich habe auch gerne, oder sag ich mal, kein Problem damit, mit diesem Händler einen offenen Schlagabtausch zu machen, weil dann haue ich noch ein bisschen mehr auf den Tisch und dann lasse ich mal so ein bisschen, ne, wirklich mal hier die Kacke rollen. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert es und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. It's my life.